Ja, das Schöne ist eben große Renntechnik und absolut zuverlässig. Wir haben überhaupt keine Probleme mit den Motoren. Das ist sehr wichtig. Du brauchst Steher. Im Kundensport sowieso? Ja, absolut. Auch die 15 kurz draußen sofort, ist aber auch hier die Streckensicherung da, die eine ganz verantwortungsvolle Aufgabe haben. A, was natürlich die Signale angeht für die Fahrer von hinten, das heißt gelbe Flaggen, Warnflaggen zeigen. B, aber auch möglichst schnell am Auto sein, am Fahrzeug. Und wenn man es bergen muss, vorsichtig bergen, dass man bei ruckhaften Rettungsmanövern nicht das Auto beschädigt. Ja, wir haben gesehen, das war der Gerhard Trenker, der da steht. Der war im Zweikampf mit dem Georg Silbermeier, mit dem Veranstalter der Großpropetl, und hat es da wohl ein bisschen übertrieben in der Schlossgoldkurve. So viel zum Thema, gerade auch unterschiedliche Linien. Einige haben, man sieht es deutlich, klar, wir reden hier natürlich auch von relativ vielen Amateurfahrern, den notwendigen Respekt bei diesen Bedingungen. Ans Überrunden ist man bereits gegangen. Wir sehen, dass Reini Kofler bereits mit einem Riesenvorsprung einige hinter sich gelassen hat. Aber dass klar bei solchen Bedingungen sich das Feld weiter auseinanderzieht, ist völlig klar. Ja, gelb, da darf man nicht überholen, das haben wir hier jetzt auch gerade gesehen. Auch den Überrundeten nicht, und das ist jetzt für den Jiří Pisári gerade sehr unglücklich gekommen, weil jetzt ist der Jim Gebhardt wieder auf einer Sekunde, glaube ich, dabei bei ihm. Über die Saison gesehen gleicht sich meistens sowas immer ein bisschen aus, Manfred, ja. Wissen wir auch. Aber klar, und da haben wir gestern große Diskussionen auch gehabt im Rahmen der DTM, Gelbregelung. Gelb lernt man im Go-Kart-Sport schon. Gelb heißt Achtung, Vorsicht, möglicherweise Sicherungspersonal auf der Strecke. Da gibt es nichts zu diskutieren. Auch wenn man vielleicht mal ein bisschen hinten hängen bleibt, sobald Menschen auf der Strecke sind und in Gefahr geraten können, gelb bedeutet eindeutig, ohne Interpretationsspielraum vom Gas gehen. So ist es. 10 Minuten haben wir noch. Dass der Blinker ab und zu mal aus Versehen auch im Heck, im Eifer des Gefechts angemacht wird, kann passieren. Kennen wir aus vielen anderen Rennen. Bei uns sitzt ja der Blinker direkt am Lenkrad, und wenn man nicht schnell umgreifen muss, dann kommt man ran und dann schaltet sich der Blinker ein. Aber hier jetzt schon gemerkt, Problem erkannt und abgestellt. Kinnegartner immer noch auf 10. Gegner Clerici auf 19, hat sich also um weiteren Platz verbessert. Aber das direkte Duell auf der Strecke werden wir es wohl nicht erleben. Geht sich heute leider nicht aus. Das werden wir nachher dann eher vielleicht bei der Siegerehrung haben, denn da sind beide so oder so dabei, werden an die Besten die Pokale übergeben. Und da gab es gestern zumindest schon ein sehr, sehr unterhaltsames Wortgefecht. Ja, dafür sind die beiden immer gut, und es gibt auch einen eigenen KTM Crossbow Battle YouTube Channel, und wir werden da von jedem Rennen Berichte drauf haben, und da gibt es sicher auch das ein oder andere sehr interessante Interview mit den beiden zu sehen. Gut, das ist ja eine Lifestyle-Geschichte, der Mittel zum Zweck. Auf der anderen Seite, die Autos sind gebaut worden, um eben vor einigen Jahren das Gefühl von Motorradfahren eben auch für die etwas ältere Generation, deren vielleicht aus Grund der Familie, aufgrund der beruflichen Verpflichtungen Motorradfahren ein bisschen zu risikoreich wird, den trotzdem bei erhöhter Sicherheit vergleichbare Offenheit, Freiheit und Fahrdynamik zu ermöglichen. Und das ist euch wirklich gelungen mit diesem Auto. Sehr flach, sitzt fast schwerpunktmäßig mit dem Hintern auf dem Boden. Bedeutet, du hast natürlich dann auch, was die Längsachse angeht, kaum Bewegung im Auto. Genau, es ist vom Feeling her fast ein bisschen wie in einem Formelfahrzeug, nur nicht mit ganz so viel Abtrieb, wobei der Crossbow eines der ganz wenigen straßenzugelassenen Fahrzeuge ist, die auch wirklich aerodynamischen Abtrieb generieren. Was ist denn Straßenversion? Worüber reden wir dann? Preis der günstigsten Version? Ja, das kommt natürlich auf das Land und auf die Steuer drauf an, vor allem. Wenn wir jetzt, sind wir in Österreich, sagen wir Österreich, also die Basis in Österreich ab 78.000 Euro. Also da haben wir Autos, die vergleichbare Fahrleistung, Beschleunigung, Topspeed, die kosten dann Kurvengeschwindigkeit, mindestens das Doppelte. Die sind deutlich teurer, ja. Ganz genau. So viel zum Thema Aufwand und Wirkung. Genau, und was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, wenn jemand sagt, naja, die Version ohne Scheibe, das ist eher für die Rennstrecke. Wir haben ja seit diesem Jahr präsentiert am Genfer Automobilsalon auch eine Version mit Scheibe. Also für all jene, die den Helm auf der Straße im normalen Straßenverkehr nicht aufsetzen wollen, gibt es jetzt auch eine adäquate Lösung. Ja, die Bedingungen sind suboptimal, aber wir wissen, so etwa ab 60, 70 Kilometer pro Stunde
ist der Fahrtwind eh dann so stark, dass der Regen über den Kopf, wir wissen ja nach wie vor, Le Mans zum Beispiel auch, gibt es nach wie vor Fahrzeughersteller über viele Jahre, wie zum Beispiel Audi, die gesagt haben, wir haben zwar die Option, geschlossene Coupés, geschlossene Prototypen oder offene, wir fahren lieber offen. Und Regen in der Saat durchaus auch mal ein Thema, und das selbst Mitte Juni, aber eben ab einer gewissen Geschwindigkeit ist das für den Fahrer überhaupt kein Problem. Nicht mal fürs Helmvisier. Weil das ringt vom Helmvisier dann ab, ja. Auch hier die klassischen Bilder, oh, da kam er gerade in die Pfütze. Aber auch da geht es ums Überrunden. Wir sehen die ordentlichen Geschwindigkeitsunterschiede. Es gibt natürlich auch immer in jeder Rennserie Leute, die sich im Regen bei rutschigen Bedingungen einfach wohler fühlen. Genau. Das ist eine Sache der Instinkte, des Sicherheitsgefühls, dann traut man sich eben auch ein bisschen mehr. Leute, die bei einem kurzen, kleinen Rutschen nicht gleich einen riesen Schreck kriegen. Ja, und man sieht also, die Unterschiede sind heute deutlich größer als gestern im Trockenen. Das rührt daher, dass es eben eine hauptsächlich Amateurrennserie ist und da natürlich viele dabei sind, die noch nicht oft im Regen gefahren sind und dann vorsichtiger ans Werke gehen, was auch absolut richtig ist. Wie zum Beispiel Christian Clerici, der im Qualifying zum ersten Mal hier, glaube ich, im Regen mit dem Crossbow gefahren ist. Genau, der ist letztes Jahr zweimal mit dem Crossbow gefahren, immer im trockenen, sonnigen, schönen Bedingungen und gestern zum ersten Mal im Regen, und das dauert einfach, bis man das, bis man das heraus hat. Muss ja in dem Fall dann auch wirklich nichts mehr beweisen, dass er sportlich Auto fahren kann, steht außer Frage. Was uns auch aufgefallen ist gestern im Vergleich zu den letzten Jahren, das ist das vierte Jahr dieser Breitensport-Rennserie, dass in der Tat auch inzwischen noch mehr Augenmerk neben der technischen Vorbereitung der einzelnen Teams auf die Optik gelegt wird, dass man in der Tat sehr viel mehr sehr, sehr kuriose und sehr kreative Lackierungen sieht. Ja, das hat auch die Teamwertung noch ein bisschen beflügelt. Wir haben in diesem Jahr zum ersten Mal neben der Einzelwertung auch eine Teamwertung, und da können sich Fahrer zusammentun, ganz egal welcher Nation oder für welches Einsatzteam sie fahren, aber die können sich zu zweit zusammenschließen und die haben dann teilweise auch korrespondierende Lackierungen gemacht, und das ist sehr gut angekommen, und jetzt sehen wir ein schönes buntes Feld. So, und jetzt haben wir gesehen, der Klaus Angerhofer kriegt eine Durchfahrtsstrafe. Ich nehme mal an, aufgrund des Nasenstübers für den, für den Jim Gebhardt. Ist eine harte Entscheidung, aber Rennkommissarentscheidungen sind Tatsachenentscheidungen, muss man so akzeptieren. Also für die 16 war es gerade, wir sehen es auf dem Monitor der Rennleitung, offenbar Frühstart. Ja, wir haben es vorhin erklärt, okay, dass, okay, du erst natürlich klar Reini Kofler die Pace vorgibt, aber dass du vor der Startlinie bei Fliegenstart nicht überholen darfst, deine Position nicht verändern darfst. Es sah uns in der Tat, wir haben es gesehen, die schwärmen aus, weil die Gischt des Vordermanns natürlich auch ein Thema ist, und das willst du vermeiden, in der Wasserwand reinzufahren. Nur du solltest eben auf deiner Position bleiben, und erst danach auf dem Weg Richtung Kurve darfst du eventuell am Vordermann vorbeigehen. Da scheint es hier in diesem Fall für die 16 genau das Problem gegeben zu haben. Ist der Rennleitung aufgefallen, gibt es halt einen kleinen Klaps auf die Hand. War der Klaus Angerhofer zu schnell am Gas? Dafür sind sie ja auch da. Ist ja logisch, darum geht es ja eigentlich. Aber die Einzelwertung, auch da gibt es im Übrigen neben der Teamwertung, der neuen Teamwertung und der Einzelwertung, das ist schon auch ein bisschen eine Prestigefrage, gibt im Übrigen auch da tolle Preise. KTM hat da, glaube ich, auch ein bisschen geholfen. Genau, also es gibt in der Teamwertung zwei Motorräder zu gewinnen und in der Einzelwertung für den Gesamtsieger ein Motorrad. Also, glaube ich, auch ein guter Ansporn, da vorne sein zu wollen. Wen wir nachher gleich noch, Manfred, nach dem Rennen hier noch im Studio haben werden, da freuen wir uns sehr, in der Sprecherkabine sind einige der österreichischen Skistars plus auch Axel Swindal, der draußen schon wartet, und ganz klar auch David Coulthard hier dabei ist. Dann machen wir mal kurz einen Wechsel. Sehr gerne. Werden David hier bitte reinbitten. Nice to have you here, David. Hi. Just pick up the headset. With the last final laps of this Crossbow KTM battle, you already started as well with this kind of cars at Race of Champions several times. Yeah, indeed. I've driven the KTM. I think it's a fantastic vehicle, fun to drive on your own. But of course, the big benefit is when you do something like Race of Champions, you take a passenger with you. Even that, that's a very special experience. Very straightforward car. Very agile, but difficult to handle if you have suddenly oversteer and understeer. Tricky. It is tricky because it's like any racing car. When you get to the limit, then you get the feedback immediately, whether it's understeer or oversteer. So I've driven this circuit actually a few times in KTM, but not with the that one doesn't have a rear wing. I saw one had a rear wing on it. So absolutely, yes. He must have an advantage in the corners, a bit more downforce.
well, we have a couple of, you know, amateurs against gentlemen drivers. Mm-hmm. They have good fun and providing quite a good show. Red Bull Ring, you are nearly second home here, huh, in the Steiermark. Yeah, I love the region, and I've been lucky enough to come here many times over the years. And I remember being here way back in the 90s when we first started testing here in Formula One, and then ahead of the Grand Prix that we used to have here. I think it would still be a great venue for Formula One if we ever had it. But in the meantime, there's lots of other great racing, and you know, of course, DTM here this weekend. That's the fastest form of touring car racing. Formula One with roof, as we yeah, indeed, yeah. You don't get wet when it rains. Exactly, that's a big advantage. Mm. But I mean, maybe Formula One is coming. It's very open, very kind people here. A great racetrack, fluid and fast. So why not? We will talk to Bernie a little bit. Yeah. Anyway, David, last couple of years we saw you in a DTM car. How is it to drive this racetrack? Well, the racetrack, I think, is fantastic. It's a short lap, but you have lots of undulation. So for a driver, if you look at what a lot of the drivers consider to be some of the best circuits in the world, you know, somewhere like Spa would be mentioned very often. And it's not particularly because that region of Belgium is a particularly interesting place, but the circuit has elevation change. And this is exactly what the Red Bull Ring has as well. You know, when you have this feeling that you're on a roller coaster, it really adds another dimension to driving a racing car. So I think that's one of the reasons why a lot of the drivers enjoy coming here. You see, this chap here thinks he's going to the beach and heading to the sand. Big gravel trap. That's it, yeah. That would be a good beach in Monaco, where I live, because we don't have any sand there. It is just gravel. But so better weather. You would have a lot of, better weather. You would have 1,000 people there all camped out, drinking their whatever. Well, Monaco Grand Prix, we had that last weekend. Now coming here, DTM, again, quickly back to DTM. Why is it so difficult for a Formula One driver to go back and turn back to a little bit more heavier cars? DTM, we saw you struggling a little bit. We saw Ralf Schumacher struggling, Mika Häkkinen struggling, all teammate of yours from McLaren times. He one time won, but next race he was nowhere. So what makes DTM so difficult for stars from Formula One? Well, first of all, you know, I wouldn't say I struggled, because my expectation was not to be winning the race. Not to fight with the touring car stars. Exactly. I understand why the perception would be that if you've been able to win in a Formula One car, why would you not win in a touring car? But I think that this is being very simplistic. I think that the reality is, if you look at Roger Federer is, you know, being a great champion in tennis. Well, should he also be good at squash? Should he also be good at table tennis? The reality is, don't copy different subject. It's still a bat and a ball. It's still a racket and hand-eye coordination. But the actual skill of what you're doing, in the same way that you have specialists in 100 meter, 200 meters in athletics, but then you can't compare 400 that. Meters. Well, it's only twice the distance. Surely they can. They could do that as well. They can do that as well. Yeah, it's. Checkered flag there you go. That's a nice thing to see. I was always very happy to see a checkered flag. Most of all, that first. Meant the party could start. Exactly. Yeah. And it will start as well today? The party? Oh, of course. I'm here amongst friends. You're the party animal. I'm in Austria. No, I'm not a party animal. But, you know, I'm still alive. Last time I checked, yep. Pulse is still there. So. And you are talking. Indeed. That's always a good thing. Maybe not for your listeners, but for me it's a good thing. But anyway, to answer quickly about DTM and Formula 1. Actually, I think it's more difficult to come down to a slower car than it is to go up to a faster car. Because if you look at how we live today, technology, we embrace it and it makes our life easier. So a Formula One car is a more sophisticated, more nimble, faster, responsive vehicle. Where if this is your reality and then you go to something which is slower, that has more weight, is more difficult to drive in some respects, it's quite difficult to unlearn what you've already learned. So the instincts you have. Yeah, exactly. Like you, most than 10 years successful Formula One racing. Exactly. So I went to DTM fully respecting the drivers and the championship. I loved the 3 years I did there, and I'm very happy to have had that opportunity. They're great, great drivers at the top of their game, but never should anyone think that just because you've raced in Formula One, it means you're going to be successful. Even in like KTM, which is slower again than DTM, if you put the best DTM driver in a KTM car, whoever the champion at the moment in KTM should win, because that's his reality. That's his area where he's really at the top of his game. And he's dialed in with. Absolutely. Thank you very much, David. Great to have you here. Thank you. Always good fun.
Take care and now let's the party start. Good. Enjoy. Thank you very much.